Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Wenn kommt, dann kommt Box von Jasko. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album, zur Box und iTunes findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Wenn kommt, dann kommt von Jasko aus dem Jahr 2016. So sieht das Ganze aus. Wir haben eine dunkelgraue Box mit weißem und rotem Aufdruck. Banger Musik präsentiert. Jasko, wenn kommt, dann kommt. Das Ganze ist das Solo-Debüt von Jasko. Die Box in dunkelgrau gehalten. Hier unten blank. Auf der rechten Seite ebenso. Oben ebenso. Und auf der linken Seite lesen wir nochmal Banger Musik präsentiert. Jasko, wenn kommt, dann kommt. Auf der Rückseite haben wir Barcode und Credits. Wir haben es zu tun mit einer Clubbox. Bedeutet, das Ganze geht dann hier auf. Und dann kommen wir auch schon zum Inhalt. Einmal ein T-Shirt. Ein Poster. Ein 3D-Sticker. Noch ein Sticker und noch ein Sticker. Oh, noch zwei Sticker. Also insgesamt vier Sticker. Eine Autogrammkarte. Ein Tourflyer, die Instrumentals, ein Patch und das Album an sich. Von innen die Box in schwarz gehalten. Wir haben hier wie so oft einen Einleger, wo man dann das Album entsprechend anbringen kann. Wir haben die Box jetzt entleert. Weg damit und jetzt starten wir mal mit dem Album an sich. Wenn kommt, dann kommt Jasko, Banger Musik präsentiert. Betrugo Edition lesen wir hier. Und das Ganze gehalten in einem super Jewel Case. Gefällt mir gut. Auf dem Cover haben wir die Interpreten abgebildet. Jasko hier mit einem Banger Musik Hoodie. Und sitzt hier in so einem Schlachtfeld, in so einer Trümmerruine. Also sieht auf jeden Fall aus wie Krieg oder zumindest Verfall. Krasses Cover. Auf der Seite lesen wir, man stellt natürlich die andere Seite scharf, aber wir lesen hier Jasko, wenn kommt, dann kommt. Und auf der Rückseite haben wir dann 21 Tracks an der Zahl. Das ist eine Menge. Wir haben Features aus dem Banger Camp von Farid Bang, Macho, Casey Rebel, Summer Jam, Farid Bang und nochmals Macho. Barcode und Credits. Also, wie gesagt, ausschließlich Features aus dem Camp von Banger Musik. Kein einziger von außerhalb. Cover kennen wir bereits. Dann haben wir hier Jasko abgebildet mit Kette in der Hand. Und die ersten Tracks inklusive der Informationen, wer daran beteiligt war. So sieht das aus. Weitere Tracks, weitere Aufnahmen. Diesmal hier mit Kalaschnikow. Und hier zum Abschluss noch Jasko inklusive einer knapp begleitenden Frau mit Schlange um den Hals. Dann die Informationen zu den einzelnen Tracks, wer hat was produziert, wer wofür verantwortlich. Und am Ende haben wir dann noch Banger Musik. Gut, also wir sehen schon, die bestimmenden Farben hier im Artwork sind schwarz und rot. Gefällt mir gut. Auch hier wieder das Foto, das wir schon vom Cover kennen, auf der CD. So sieht die CD aus und hier im Hintergrund rot auf schwarz Jasko. Dann haben wir noch einen Tonträger, in dem Fall die Instrumentals zum Album, Instrumental-CD. In schwarz, weiß und rot gehalten das Ganze. 21 Instrumentals, bedeutet keine Skits oder sonstigen Lückenfüller. Genauso gestaltet wie die Album-CD. Okay, spannend.
Hier war noch so ein 3D-Sticker drin. Die Instrumental-CD, wie so oft, in einer Papphülle. Dann haben wir diesen Flyer, ja, zähle ich jetzt nicht wirklich als Boxing halt, zur Genesis Tour von Summer. Ich weiß nicht, ob hier eventuell Jasko als Support ist, steht hier nichts davon. Also, hier seht ihr auf jeden Fall die Tour der Genesis, die Tour, die Termine der Tour, Genesis Tour 2016. Dann haben wir eine Autogrammkarte im Querformat. Auf der Rückseite haben wir die Social Media Auftritte von Jasko bzw. SMS Audio. Und das Ganze in weißem, mit weißem Stift unterschrieben. Sieht gut aus. Dann haben wir diesen Patch Bratko in weißer Schrift auf schwarzem Untergrund. Ihr kennt das, seit einiger Zeit macht Banger Musik in ihre Boxen diese Patches und hat auch schon diverse Produkte rausgebracht, die sich damit kombinieren lassen, also sowohl Kappen als auch Pullover oder Sweatshirts. Also ihr könnt diese Patches natürlich dann entsprechend anbringen auf euren Kleidungsstücken und auf euren Kappen. Dann haben wir anscheinend doch zwei 3D-Sticker, ich dachte erst nur einen. Also zweimal dieser Sticker hier, sind so ja, Gelkissen, mehr oder weniger so kleine, dünne Sticker, aber eben erhoben. Sehr interessant, sieht man relativ selten in Boxen und dann auch gleich zwei. Dann haben wir drei normale Sticker. Einmal im Querformat den Betrugo-Schriftzug, dunkelgrau und rot. Dann einmal diesen hier, Banger Musik präsentiert, Jasko, wenn kommt, dann kommt, ebenfalls in dunkelgrau und rot. Und dann diesen hier, Hashtag, wenn kommt, dann kommt. Diese drei Sticker allesamt im Querformat. Dann haben wir ein Poster, soweit ich es gesehen habe, ist das doppelseitig bedruckt, jawohl. So, also wir haben einmal im Hochformat Jasko hier abgebildet vor so einer schwarz-roten kaputten Wand, so mit Fliesen, sieht ein bisschen so nach Industrie oder Schlachthaus aus. Und dann unten lesen wir Banger Musik präsentiert, Jasko, wenn kommt, dann kommt, inklusive der Beteiligten. Und auf der Rückseite haben wir das eine Foto, das wir schon aus dem Booklet kennen, nur etwas abgewandelt. Also im Booklet hat die Frau und Jasko eher so in unsere Richtung geschaut. In diesem Fall sehen Jasko und die Frau sich an. Und oben lesen wir wieder, Jasko, wenn kommt, dann kommt. Also, je nachdem, was euch eher zusagt vom Motiv oder vom Format, die eine Seite im Querformat und die andere Seite im Hochformat. Und als letzten Boxinhalt haben wir dann noch, wie so oft, ein T-Shirt. So sieht das Ganze aus. Relativ ungewöhnliche Farbe, die meisten T-Shirts in solchen Boxen ja doch in schwarz oder weiß gehalten. Wir haben hier so ein dunkelgraues T-Shirt. In Rot lesen wir hier, Jasko, wenn kommt, dann kommt. Also, wenn kommt, dann kommt natürlich in Weiß darunter. Wie man es von den Banger-Shirts kennt, haben wir hier unten einen Aufnäher. Hier lesen wir Banger-Musik. Alle anderen sind die anderen. BMI, also Banger-Musik-Imperium 2012. Neckprint haben wir, gefällt mir gut. In roter Schrift Banger-Musik. Dann haben wir hier, also Merch mehr oder weniger, einen Einnäher von Banger Musik. Das Ganze ist 100% Baumwolle und made in Turkey. Grüße gehen raus. Wir schauen uns das Ganze nochmal kurz im Detail an. Und so sieht das Ganze dann getragen aus. Also wir haben das dunkelgraue T-Shirt mit dem roten Schriftzug quer über die Brust, Jasko. Darunter dann in Weiß, wenn kommt, dann kommt. Ansonsten hier nichts mehr zu sehen, bis auf den
Aufnäher hier unten an der Seite. Banger Musik. Vom Design relativ schlicht gehalten. Also ich muss ehrlich sagen, ich bin jetzt nicht der Riesenfan von Shirts, wo einfach nur Interpret und Albumtitel drauf ist. Auch wenn man natürlich sagen muss, dass Banger Musik generell bei ihren Shirts immer gute Qualität abliefern. Aber rein vom Design her sagt man das jetzt nicht ganz so zu. Und zum Abschluss fassen wir noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal das eben gezeigte T-Shirt. Ich gehe mal stark davon aus, Größe L, auch wenn es jetzt nicht explizit drin stand. Diese drei Sticker im Querformat. Diese zwei ovalen 3D-Sticker. Der Bratko Patch. Die Autogrammkarte. Die Instrumentals zum Album in der Papphülle. Das doppelseitige Poster, einmal im Hochformat, einmal im Querformat. Und natürlich das Album an sich, wenn kommt, dann kommt, im Super Jewel Case. Das alles in dieser wunderbaren Box, wenn kommt, dann kommt, von Jasko. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Jasko unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.